Ey, warst du heute noch beim Friseur? Ja, ja, beim Summit gewesen. Hat mich gut warten lassen, aber hat sie wieder geil geschnitten, Alter. Hat sie wieder geil geschnitten. Ja, Mann. Willst du was trinken, ne? Ja, bring mal eine Coke mit, ne? Bring mal eine Coke mit. Haben wir noch Fanta? Ja, bring halt eine Fanta mit. Hä, guck mal da, Steini. Ansage an Tizi Schubech. Icon-Ansage, FIFA 19. Was? Das hat er sich wieder da einfallen lassen. Komm, gucken wir mal. Hat er nicht gemacht. Aber wenigstens mal einer, der die Eier hat, der sich da drauf meldet, oder? Ja. Die anderen sind irgendwie verschollen, ne? Ist mal nicht schlecht. Stößchen, gönnen wir uns mal das Video. Heute geht's darum, wer es auch ist in Lügen. FIFA 19 Lügen. Der wahre Peckler King ist. Sag mal, feiern die sich hier für garantierte Icon-Packs oder? Ich habe bis jetzt noch keinen Ton, ne? Ich höre bis jetzt nur irgendwie nur Piepse, Mimi und hier. Keine nix, ne? Du? Ja, warum? Das wird bestimmt gleich besser. Ja, ja. Jetzt höre ich wieder was, jetzt höre ich was. Hä? Ey, die müssen aber gehen. Warte mal, Achtung. Weißt du was? Nee, warte mal. Jetzt höre ich wieder was. Ja. Das ist komisch. Warte mal, vielleicht ist es da unten an der Einstellung. Nee, aber da passt alles. Hä? Digga, ich höre nur so Weine oder so. Wartet mal, Jungs, hört ihr mal rein? Ich schalte es mal kurz da dran. Das ist doch nur so Geheule. Ich höre nur. Ich mach da mal, warte mal. Mal kurz Pause, mach die mal sauber. Ja, warte mal, vielleicht kommt es noch, vielleicht wird es gleich besser. Vielleicht hat er ein bisschen mit der Tonspur Probleme gehabt oder so. Hä? Hä? Was ist denn jetzt da los? Das ist ein bisschen dreckig, aber. Ah, eben hör ich wieder ein bisschen. Gewinnt das Duell, alle anderen müssen ihre beste Icon. Ja, weiter. Abstoßen haben sie bis dato noch keine gezogen. Ja. Muss die erste Icon, die im Spiel gezogen wird, abgestoßen werden. Ja, das ist korrekt. Krossadier gerade zum Start. Jetzt geht's gerade wieder, ich ne? Ich muss hier aber, Stand zum aktuellen Zeitpunkt von diesem jetzt Video, ist wieder schlecht. Jetzt hören wir da nicht. Ich auch nicht. Ich höre die ganze Zeit nur. Vielleicht mit Tempos sauber mache? Digga, du weißt, wir YouTuber, wir nehmen keine Tempos. Ach so. War vorhin auf der Bank. Hier, mach ich mit sauber. Aber hier, das ist, wann sie dreckig sind, das ist egal. Hier sind noch ein paar. Ja, gut. Mach grad so, meine sind gerade sauber. Ist ja fast so viel wie ein Einfamilienhaus. Ehrlich? Ich weiß gar nicht, ich habe gar keinen Überblick mehr so, was ich da als abhebe und so. Wenn nicht, lass das hier liegen für die Putzfrau, wenn die kommt. Ich hab geputzt. Werd, wenn die Putzfrau kommt. Ja, das schmeiß hin. So. Was sagt er jetzt? Wird's jetzt besser? Stand jetzt, Easy, 1000%ig die erste Icon 90 plus ziehen wird. Ja. Bin ich mir 1000%ig sicher. Ja. Was natürlich nicht schwer ist, wenn ich in ein Familienhaus im ersten Stream schon reinballer, was Packs angeht. Ach so, warte mal, Steini. Hier. Ja. Digga, Paras, ist kein Problem, läuft. Noch ein bisschen was? Hier war der Haken nämlich letztes Jahr da. Ich glaube, Broski war im Urlaub, Teasy konnten streamen, hat natürlich viel, viel mehr Vorsprung gehabt, was das angeht. Da muss man mal kurz einhaken. Die Wette damals hat ja aber auch Broski gesagt zu uns. Er hat ja damit angefangen, wenn er dann in Urlaub geht. Sorry, bra, er hat es herausgefordert. Ja. Und haben das Ding dann am Ende souverän nach Hause gefahren. Wenn wir da keine vernünftige Regelung finden. Jetzt fangt schon wieder bei mir an, da rum zu. Ich höre immer nur, wenn hier, wenn da, weil es geht um FIFA, es geht um Points, es geht um Pack-Openings. Ist es so dreckig bei dir? Asozial, Digga, was kommt denn da für ein Schmotter raus? Ich glaube, wir müssen mal kurz. Ach du Scheiße. Hör auf, Mann, das ist Gold oder was bei dir da drin? Okay, jetzt vielleicht wieder? Dann bin ich nicht drin. Finden wir eine Regelung dafür und staffeln das Ganze gut ein. Dann bin ich safe drin. So, also das, was ich jetzt verstanden hat, er will eine Regelung haben. Er will eine Regelung haben. Aber was für eine Regelung soll man denn bei Pack-Openings FIFA 19 Hype finden? Ich meine, eins ist klar, wir sind dieses Jahr alle ab Start zu FIFA 19 am Start. Alle Coolings auschecken, wir sind alle am Start. Alle können gleichzeitig starten, alle können gleichzeitig reinbuttern. Ja, genau. Was ist jetzt das Problem gerade? Ich versteh's gerade nicht.
Warum auch nicht? Allerdings müssen wir meines Erachtens dafür eine Regelung finden. Warum denn? Wir starten alle zu FIFA 19, wer als erster die Ikone hat. Oder keiner ist im Urlaub, keiner hat schuldet, denke ich mal. Keiner hockt im Knast. Keiner ist irgendwo... Also ich weiß nicht, wo liegt jetzt das Problem? Letztes Jahr hat Broski... möchte gern Broski ein bisschen die Kusche aufgerissen? No luck. Ja, oder will Sparfuchssteini, dass wir jetzt sagen, jeder macht nur 2200 FIFA-Points auf. Das könnte sein, vielleicht sollte man die Regel finden, wer aus 2200 FIFA-Points die beste Icon zieht. Weil, ja, wenn wir hier schon bei dem Thema sind, ne, du weißt, unsere FIFA-Points sind dieses Jahr sponsert bei Gamerbruder, ne? Gamerbruder, stimmt. Ach, da gibt's ja auch noch eine kleine Wette, Broski, also falls du da einguckst und aktuell bist du ja im Urlaub, nimm also bitte den richtigen Flieger hierher, am besten Frankfurt. Wir holen dich ab, Digi. Und dann gibt's ja noch die Boxautomaten-Challenge, weil... Ja, sorry, Bra, ne? Wir sind ja sponsored bei Broski, aber wir gucken mal hier weiter. Ist dann auch nicht so krass. Finden wir eine Regelung, habe ich kein Problem damit, mich mit Bizeps Broski, mit die Namen sind No auch gut. Content Gaming oder mit K2 Schubesch zu messen. In der Papa. Richtig grad. Richtig stark. Da kein Problem mit. Ah, okay. Es dreht sich alles um die eine Frage, Packlack King. Wer ist der Packlack King? Ist mir komplett scheißegal, weil wir wissen alle, FIFA 19 steht vor der Tür. Neuer FIFA-Teil. Es wird mal wieder ein guter Hype drauf sein. Wir werden wieder sehr, sehr viele FIFA-YouTuber auf. Ja, komischerweise, da hat er recht. Da werden wir wieder sehr viel FIFA-YouTuber sein. Aber die FIFA-YouTuber ist ja egal, weil es geht ja in der Crew und jeder kann am Anfang starten. Ja, ich würde, um das jetzt auch alles so ein bisschen zu verkürzen, ne? Ja. Würde ich sagen, hat auch die Community hier auch die Chance. Schreibt in die Kommentare, welche Regelung wir finden könnten für Sparfuchs Steini, sodass alle zufrieden sind, dass wir sagen können, dass man da dieses hören, ne? Dass wir hier wie ein Mann, hier werden die Points reingebuttert. Wir haben Bock drauf, da kommt schon eine kranke Waage für Sparfuchs Steini, die wahrscheinlich, wie er gerade Points gehört hat. Ist er daheim ist schon er wieder umgefallen? Nee, war er nicht. Ja, könnt ihr auch mal reinschreiben. Und Gaming und Bizeps Broski, ob von denen eine Antwort kommen wird. Und um euch zu zeigen, wie ernst ich es meine, ich werde da sein. Effektivität wird wieder einmal zuschlagen. Okay. Und deswegen, Freunde, es war ein schönes FIFA 18, ja? Ich frage mich kurz, warum wir die Musik so dramatisch... Und Richtung Pelé fährt, das finde ich jetzt schon ein bisschen... Aber der ist nur 95. Ja, wir sind bei Sprachfunkstein. Sorry. Sein Lächeln ist einfach nur so bezaubernd. Geiler Typ. Hä? Ganz kurz mal. Ach, guck mal da. Für 6,95 Euro. Guck mal hier, Bild von Pelé. Verkäufer Sparfuchssteini. 6,5 Euro. Ach, deswegen stößt er den nicht ab. Günstig abzugeben, kaum benutzt. Sauberes Orschloch? Verkäufer, Angaben zum Verkäufer Sparfuchssteini. Angemeldet als privater Verkäufer. Okay. Aber gut, dann wissen wir auch, warum er den nicht abgestoßen hat, ne? Der stellt sein Team noch ins eBay. Ach so läuft es beim Sparfuchs Steini. Und dann will er wahrscheinlich die Points investieren. Und dann wird am Ende die Regelung von 6,95 Euro FIFA Points sein. Okay, ja, wie gesagt, Regelung finden wir mal hier, um ernst zu sein, schwer, weil unsere Regelung wäre FIFA 19 Start. Lass doch mal die Jungs schreiben. Ich bin gespannt, was die Community sagt. Steini kann ja darauf wieder antworten, weil wir machen es jetzt wie richtige Männer. Wir kommunizieren nicht mehr so, sondern direkt über die Videos jetzt. Ja. Und ihr wisst natürlich, Jungs, alles nur Spaß. Cool-Off geht natürlich raus. Aber Anstichelung muss sein. Genau. Wir brauchen auf jeden Fall eine Regelung. Da seid ihr jetzt gefragt. Hackt mal hier unten in die Kommentare die Regelung rein, die wir irgendwie finden können. Und wie gesagt, lasst auf allen Mädchen hier Hashtag Cool-Off FIFA 19 wird rasiert da. Die Streams kommen. Beste Leben. Und ich denke, pusht euch. Sparfuchssteini können wir schon noch überzeugen. Haut rein. Ciao.